Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie man den Nabendynamo-Stecker richtig ans Kabel anschließt, sodass das Licht einwandfrei funktioniert. Dazu benötigen wir als erstes mal ein Fahrrad mit dem Nabendynamo. Das ist hier keins. Also, da ist das Fahrrad mit dem noch nicht angeschlossenen Dynamo. Das Kabel ist schon verlegt, es liegt hier rum. Ja. Hier hat man also eins. Schwarz-Weiß, das ist die Erde und ein schwarzes. Jetzt haben wir hier den Stecker. Er ist noch verschlossen. Dann hat man hier das Zeichen für Erde, Erdung. Einmal auf der Außenhülle. Um den Stecker zu öffnen, ohne dass ein Kabel drin ist, steckt man hier den Schraubenzieher rein, irgendwas spitzelt und schiebt so ein bisschen nach oben. So. Seht ihr? So einfach ist das. Hier steht nochmal drauf, Erde. Also. Das schwarz-weiße Kabel, jenes dort, kommt hier rein. Jetzt sollte man ungefähr 1,5 cm abisolieren. Hier ist es schon getan. Wir nehmen also dieses schwarz-weiße Kabel, kann man ja so ein bisschen zusammendrillen noch. Ja, so ein bisschen, so dass es nicht ausfranst. Und schieben das hier bei Erdung rein. So lange, bis man hier einen kleinen Widerstand spürt von der Isolierung in dem Loch und noch ein Müh weiter, so dass es klemmt. Ja? Nachdem wir das gemacht haben, schlagen wir dieses Kabel, was hier unten rauskommt, dieses Ende einfach um. Ja, da gibt es hier extra so eine Riefen für. Da schlagen wir es um. Das gleiche machen wir mit dem schwarzen Kabel. Wir drillen es zusammen, so ein wenig, dass es nicht ausfranst, nicht, dass es dann kurzen gibt oder so, weil die sich dann doch berühren oder so. Schieben das hier rein in dieses Loch bis zu Punkt X plus ein Müh weiter. Und das, was übersteht hier, dieses Überstehende, schlagen wir um. Nun haben wir die beiden umgeschlagen. Setzen wir einfach den Stecker wieder zusammen. Kontrollieren nochmal. Erdung. Schwarz-Weiß. Da ist es. Schwarz-Weiß. Steckt richtig. Drücken einfach zusammen, bis es klickt. Und das war's. Dann schließen wir den Stecker an. Achtung, ich setze den Stecker auf. Ich habe den jetzt mal hier nach vorne genommen, den Stecker. Ja, normalerweise sitzt der hier hinten, sollte hier hinten sitzen. Aber damit man es besser sehen kann, damit man es besser filmen kann. Ich hoffe, es ist ersichtlich für euch so. Da seht ihr, der Stecker sitzt. Ja. Jetzt prüfen wir die Funktion der Lampe. Hier hinten einschalten. Ja, die Lampe. Und drehen. Und sehen, sie funktioniert. Das war's. Das war das kleine Video zum Thema, was ich gewünscht wurde übrigens. Zum Thema, wie baue ich diesen Stecker zusammen? Wieder. Ich habe ja einmal gezeigt, wie man den auseinandernimmt, den Stecker, und jetzt eben, wie man den richtig bestückt, wie man den richtig belegt und wie man ihn wieder zusammenbaut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und nützt euch ein bisschen was, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.